Was geht ab, meine Z-Fighter Hose, und willkommen zurück. Wir sind ja kurz davor, den neuen Silas zu bekämpfen. Bevor wir das machen, kurz rüber zu den Summons, Freunde. Warum? Wir haben letztes Mal eine Map beendet und deswegen haben wir ein bisschen Tickets. Diese Tickets werde ich bei Set 6 raushauen. Warum? Folgendes, horchet, Freunde. Wir haben es ja gerade mit dem Eye-Tempo-Dex. Das gefällt mir gerade wirklich sehr. Und es gibt einen Vegetto Zeno, den hat es schon lange im Auge. Der ist wirklich nice, denn, upsa, diesmal hier mit, guck mal, liegt eigene Kraftstufe bei mindestens 15.000. Ich meine, den Boy, den Support, den ich habe, der gibt mir so oder so schon 15.000, also aktiviert sich das. Dann richtest du zweifachen Schaden an und zusätzlich wird Betäubung verhindert. Aber was dann wichtiger ist, das AE-Tempo wird stark gesenkt. Wiederholbar. Den in den AE-Tempo-Team als Berserker-Charakter hätte ich liebend gern. Der hat zudem noch einen Konter am Start. Wer ist denn noch hier drin? Ah, und großer Priester ist hier drin. Große Biste! Große Biste! 30.000 Grad. Oh, okay, 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 okay. Gut, dann werden wir hier erstmal sammeln, bevor wir dann rüber zum Let's Play Orino gehen. Hauen wir mal erstmal die 10 Tickets hier raus. Let's go. Dann gucken wir, was hier abgeht. Vegetto Zeno! Ich hab einfach keine neue Karte gezogen. Mmh, oh, wie lecker dieser Summon war. Der hat so gut getan. Aber. Ich so. Oh, Daishinkan! Wir haben den Daishinkan gezogen. Sehr schön. Aber es wird nur noch ein SNC-Charakter aus dem Pack und den wir unbedingt gerade wollen. Was hat dieser Goku? Und einfach zu verwandeln. Okay, dazu Kalten Goku. Beim Angriff und Abwehr senken und Schaden des Gegners und bei Angriff des Gegners Schaden aufnehmen. Ja, okay, na, der ist nice, der ist nice. Anus-Effekt. 30.000 Kraft für alle Angreifer des eigenen Teams. Pro Kampf kannst du das einmal einsenden. 30.000 Kraft. Jetzt die Sache, ist aber ein Unterschied. Den ich gerade drin habe, der gibt 15.000 auf die Kraftstufe. Der gibt es auf die Kraft. Das ist ein Unterschied. Kraftstufe ist ja wichtig, quasi, wer zuerst angreift. Das ist quasi der Wert, der am Anfang oder der verglichen wird. Wer hat mehr Kraftstufe, der greift zuerst an. Warte mal, warte mal, warte mal. Wie viele Tickets kann ich eintauschen? Kommen wir noch auf den Multi? Ah ne, obwohl, warte, ich hole mir wahrscheinlich eher einen von seltenen, dann hauen wir die seltenen auf jeden Fall noch raus. Ey, Vegetto Zeno wollen wir auch. Okay, Daishinkan habe ich gezogen, sehr schön. Daishinkan werde ich auch auf jeden Fall noch probieren. Aber vorerst würde ich gerne erstmal Zeno Vegetto ist es doch, oder? Ja. Nein, such ich nicht, Siri, bitte. Ich suche Vegetto Zeno, hau rein. So. Hashtag 1 zusammen, let's go. Und danke. Ich hasse mich für sowas, ohne Spaß. Ich hasse mich für sowas. Ich hasse mich für die Calls. Ich hasse mich für solche Calls. Oh mein Gott. Ich hasse mich für solche Calls, die ich mache. Es ist unglaublich. Bitte. Ja, her damit. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird es verdammt nochmal interessant. Jetzt ändern wir kurz das Deck. Wir ersetzen, wir hauen den bösen Saiyan raus. Dann haben wir nämlich Zeno als Berserker. Oh, ich hasse mich für solche Calls, ey, ohne Spaß. Es ist unglaublich manchmal. Es ist manchmal. Oh, okay, 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 okay. Okay. Und zwar hauen wir den raus, wie gesagt, richtig. Boah, der hat aber übertrieben viel Kraft. Lecko mio. Soll ich den raushauen? Vegeta gefällt mir eigentlich Schmelzer. Uroku ist auch sehr gut. Kamba als Berserker könnte ich eigentlich, würde ich eigentlich jetzt so spontan raushauen, weil wir Vegeta haben. Machen wir das einfach mal. Machen wir mal offscreen mehr Gedanken dazu, aber wir wollen jetzt erstmal den Boy auf jeden Fall. Kamba rein und genau der gibt eben auf die Kraftstufe 15.000. Genau, und das wollte ich, das will ich. Was? Wenn du irgendwo nicht gerade zurückkennen, nein. Das wollen wir erstmal speichern. Und Sportler einfach mal so. Was hat eine Kamera für Fähigkeiten drauf? Lassen wir das einfach mal so. Ich denke, ja, komm, wir lassen das einfach mal. Okay, eine kleine Änderung. Ich will es nicht zu lang ziehen. Offscreen mache ich mir mal mehr Gedanken dazu. Oder wenn ihr Tipps dazu habt, könnt ihr mir das gerne wissen lassen. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, was hier abgehen wird. Jetzt, wo ich an Kraftstufe denke, habe ich einen anderen Vegeta im Kopf. Der, glaube ich, auf die Kraftstufe in Angriffsphase einen Boost gibt. Egal, wir lassen das Ganze mal so, wir lassen das Ganze mal so. Und gucken jetzt mit Vegetto Zeno, wie das Ganze funktioniert, ob er auch überhaupt gut Schaden macht oder ob wir den jetzt zurechthalten. Okay, boom.
Roderola! Silas, nicht, du gehst zu weit. Du gehst echt zu weit, mein Boy. Lassen Sie das. Und, wie sieht er jetzt aus? Jetzt die Frage, hat Silas Arms übernommen oder Arms ihn? Oh mein Gott, was ihr jetzt habt. Einfach hübsch geworden. Keiner weiß. Boah, er sieht schon krank aus. Boah. Das ist aber auch jetzt der Endgegner. Wie hübsch, als wir Haare nach hinten wählen. Oh, die Kraft hat erschreckende Ausmaße erlangt. Alles, was es im Kampf erlebte, wurde in hohe Kraft umgewandelt. Unser gesamtes Ki reicht vielleicht nicht. Jetzt haben wir wirklich ein Problem. Aber durch das Absolute der gesamten Kraft. Genau, er verliert vielleicht die. Nein. Lol. Diese Kraftstruktur kann eine Weile dauern. Lol, aber es muss sein. Ich muss eine neue Ära einleiten. Eine neue Welt. Dafür brauche ich Kraft. Niemand wird mich aufhalten. Unglaublich, er behält die Kontrolle. Krank. Ey, was? Jetzt bin ich auf den Kampf gespannt. Ist es der letzte Kampf? Ich glaube nicht, niemals. Es muss getan werden. Ich so. Ja, komm, nicht jeder muss das sagen. Einfach rein. Erstmal eine Übung, glaube ich. Komm ran. So! Jetzt bin ich eher auf Vegetto gespannt. Boah. Ja, gesiegt der ist. Ich hasse den, ey. 40.000 Leben. Okay. Ist aber die Frage, ob ich zuerst angreife. Ich würde vielleicht sogar. Warte mal, warte mal. Vielleicht würde ich nur Trunks nach hinten stellen. Kraftschuber halbiert. Boah, der Penner. Ich wusste es. Ich wusste es nicht, aber. Weil wenn ich beide rausche, habe ich gar nichts drin. Ich mach's mal so vorerst. Ich versuch's mal so, let's go. Vielleicht bekomm's hin. Okay. Ah, Problem ist halt, ja, keine Heldenenergie, ne? Okay, voll total vergessen. Ich hätte vielleicht auf 100 Zeit spielen sollen, einfach. Egal, guck mal. Okay. Boah. Okay, gerade noch. Okay. Jetzt schauen wir. Der greift dreimal hintereinander an. Okay. Super Saiyan Kaioken. Vegito des. Das ist schon ein erstes Mal eine Fähigkeit. Oh je, Mini. Ah, ich hab vielleicht sinnlos, dass ich nach vorne gestellt hätte, aber so habe ich zuerst angefangen, Mann. Boah, nee, oder? Ich sag nichts mehr. Ich hab was verkackt, glaube ich. Okay, Vegetto. Gleich dasselbe. Oh mein Gott. Okay, nehmen wir an. Todomeda. Aber leider kein Super-Attack. Ja, okay. Leider kein Super-Angriff. Schade, nicht krass. Jetzt greift er an. Oh, lol, okay. Sie lassen das jetzt bitte. Nein. Okay, der hat keinen Superangriff. Sehr gut. Trotzdem. Was los, sie lassen das. Nein! Wie schnell das bei dem war. Wie habe ich das verkackt? Schade. Nochmal. Ey, lass mich in Ruhe. Blöde. Nee, ich brauche meine Helden. Die Frage ist jetzt.
Boah, die stelle ich auf jeden Fall nach hinten. Die sind ja vom... Oh, die sind kurz vorm Abkratzen, und das sage ich dir. Der kann nicht betäubt werden. Ja, wow, muss er erst mal so eine Cooldown-Phase haben? Das ist aber... Das gefällt mir gar nicht, um ehrlich zu sein. Das gefällt mir... Das gefällt mir nicht. Egal, mir egal. YOLO. Bringt das überhaupt was gegen meinen Boost? Ich werde eh nicht zuerst angreifen, das ist das Problem. Okay, komisch. Ja. Okay. Ja, also jetzt hast du das Problem mit dem Heldenenergie. Ja, ich kämpfe nur gegen einen, logisch. Da gibt mir der Mask nicht so viel. Okay, schauen wir mal. Ich meine, Vegetto kann eh nicht betäubt werden. Aber Chance dafür. Oh, der ist ein Superangriff. Der kann dreimal ulten potenziell. Knapp. Oh nein, das war sehr knapp. Warte mal. Ah, Vegetto hat einen Konter. Stimmt. Achso, das ist der Gegner. Ich mach schon die ganze Zeit so. Keiner weiß. Okay. Oh. Ja, Trunks betäubt. Natürlich greift er auf einmal Trunks an aus heiterem Himmel. Hallo, du sollst Vegetto angreifen? Ich bin gespannt, ob sie Vegettos Konter aktiviert. Oh! Wollte gerade sagen, ich habe nicht mal eine Chance dazu. Believe it! Believe! Und wieder belebt. Genau das. 300 Leben. Oh lol. Ich glaube jetzt auch, okay. Ich will ihn annehmen. Danke. Danke, RNG! Aggressive Attacke von Trunks. Mir leckt das gerade ein bisschen zu viel. Ich merke es gerade die ganze Zeit. Wie langsam muss das Spiel erst für mich noch machen? Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Oh, Karotte ist jetzt weg. Runde 3. Kann ich vergessen. Shit. Warte mal, Idiot, wieso habe ich den Dackel vorher nicht benutzt? Den hier. Den für die Kraftstufe. Sinnlos. Egal. Hauptsache wir gewinnen. Das mit Vegetto ist schon nice, aber vielleicht brauche ich noch einen Hard-Hitter. Damage-Shield vielleicht, noch einen krankeren. Obwohl, der Uinoku ist klasse Damage-Shield, aber... Ja, bei dem habe ich es... falsch gespielt, ich hätte ihn in Runde 2 ausspielen sollen. Das habe ich falsch gemacht, weil ich hatte Runde 1 keine Heldenenergie und dann hat er keine Ausdauer mehr. Nochmal RIP. Aber ich frage mich, wieso ich den Dackel dann nicht in der zweiten Runde gespielt habe, damit ich Kraftstufe bekomme. Ja, gar nicht schlimm. Hauptsache, es klappt jetzt hoffentlich. Ja, ich muss jetzt mal hier das Ganze dennoch schaffen. Aber ich habe noch. Oh, ich bin so ein Trottel, ey, und ich war's. Egal, sowohl Evo als auch Vegetto haben einen Konter. Wie knapp. Ich hasse mich dafür, und ich war's. RNG Luck ist auf meiner Seite heute. Sehr gut. Guck mal, das ist krank. Heldenenergie auf 0 gesetzt. Vegetto ist krank. Er ist krank.
Sehr gut, das gefällt mir. Ciao, sie lassen das. Okay, perfekt, da haben wir das Ruder doch noch irgendwie gedreht. Dank Trunks, ja. Kurz Monster-Renovation, zack. Und das war's. Ihr seid wahrscheinlich keine Gefahr für mich. Niemals. Verdammt, mein Angriff wirkt nichts. Wow, ich hatte ja keine Ahnung, wie mächtig er sein will. Okay. Alles klar. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich glaube, wir kämpfen schon nochmal gegen ihn jetzt. Sofort. Oder vielleicht auch nicht. Ah, nee, okay, im nächsten Teil. Oh, nach rechts geht's weiter? Hm. Lol. Wer ist denn das nochmal? Vegeta! Der hat sich verlaufen. Mein Vater hat sich verlaufen. Junge, was machst du? Aha, das ist also die Erde. Dieser Planet ist reich an Ressourcen. Das könnte sich als nützlich erweisen. Ey, Vegeta, dieser Typ, das ist mein Vater. Ich schätze, ja, meine Anomalie wird so sagen, dass er aufgetaucht ist. Ey! Du bist doch Vegetas Vater. Ja, genau. Warst du eine schwächliche aussehende Kreatur, du Halef? Das ist König Vegeta, oder? Das stimmt. Erstaunlich, dass du mich kennst. Heißt das, man weiß auch auf den umliegenden Planeten schon von Planet Vegeta? Pass auf, wenn du in seiner Nähe bist, Osaru. Wir wissen noch nicht, was genau im Schilde führt. Okay, ich versuche erstmal so zu tun, als wüsste ich nichts. Ja, dieser Planet wird perfekt sein. Wovon redest du? Ich habe vor, aus eurer Erde den neuen Planet Vegeta zu machen. Ich habe nichts dagegen. Ey, Osaru, wir haben nichts dagegen. Planet Vegeta 2 wird hier auf der Erde gemacht. Vegeta, dass du was dagegen hast. Okay, nein. Die Erde ist Planet Vegeta 2. Oder Planet Vegeta. Neu Planet Vegeta. Ich will nicht weiterreden. Plan ist durch. Dankeschön. Danke. Danke. Danke, Game. Wieso kann ich nicht wählen? Ja oder nein? Wieso kann ich legit nicht wählen? Ja oder nein? Es ist mir peinlich, ein Dokument wie ihn zu fahren. Vegeta, wir müssen was unternehmen, sonst steckt der Planet in große Schwierigkeiten. Wir müssen ihn davon überzeugen, die Erde in Ruhe zu lassen. Ich weiß, hör auf mit den Rumjammer. Ikso. Du musst ihn daran erinnern, dass seine Tage in der Macht vorbei sind. Was? Im Moment willst du, dass ich... Ja, hau ihn, let's go. Du hast stark genug, um eine kurze Brüste mit ihm zu machen. Ich weiß, ob ich einen Vater, der von den Augen schlagen kann. Mach jetzt, komm, ran damit. Okay, ich werde alles tun, bis du bedenken. Okay, danke schön, danke schön. Okay, Vegeta, hast du wirklich vor dir gekommen? Der fragt auch noch nach. Tja, das wird nicht geschehen. Tut mir leid, aber du wirst diesen Planeten verlassen, ob du es willst oder nicht. Hast du wirklich vor, mich herauszufordern? Ja. Komm jetzt. Jetzt, wie geht das? Vater. Hast du was drauf? Sieht nicht so aus, zum Beispiel. Let's go. Oh, schau mal, mein Kraftboost, ey. Was ist da los? Danke. Vegeta bekommt schon einen guten Boost durch seine Passive. 5000 auf die eigene Kraft pro 5000 Kraftstufe. Nicht schlecht. Wenn ich es noch richtig verstanden habe, kurz Zeit, wo ich es kurz gelesen habe wieder. Okay. Zack. Ah, ich hätte vielleicht... Da am Ende stimmt was nicht. Oh mein Gott, diese Aufladungseinschläge, das ist unglaublich, echt. I don't wanna know.
Speedy. Hey, Father. Beruhig dich. Hey! Meine Hände nicht, du Penner. Nope. Nope. Und alle raus. Let's go. Kurzen Prozess bitte. Danke. Ja, mit dem Boost. Danke, ey. It's a shiburi da na. Also Leute, können Sie mal bitte hier was machen? Danke. Boah, okay, alles klar. Ich, okay. Ich muss das durchlesen. Ja, danke, ich verstehe schon, Dankeschön. Cheater. Ey. Sharingan. Warum schaffe ich das, wenn es schneller ist? Ich verstehe es nicht. Oh mein Gott, ich stehe es manchmal echt nicht einfach. Keine Ahnung. Das sieht so geil aus. Nice Damage. Ihr Vater besiegt sich selbst. In my interior. Hat es überlebt? Was? Ich verstehe das nicht, wieso ich es schaffe, wenn es schneller ist. Ich gehe da raus mit dir jetzt, reicht langsam. Schon zu viel Screentime bekommen heute. Oh, Alter, King Vegeta. Hey, yo. Gut, so viel zu König Vegeta. Ja, bla bla bla. Alles gut. Hau ab. Ja, ich höre meinen Plan aus der Arme. Dieser Planet hat auch einen Mond. Oh, irgendwann werdet ihr auch noch lernen, uns Saiyan zu fürchten. Oh mein Gott, wie der uns einfach droht. Ich hasse den, Alter. Hau ab jetzt, komm. Oh mein Gott, ey, unglaublich. Also wahrscheinlich in Osaru-Form zurück, oder was? Glaube schon. Glaube schon, legit. Gucken wir mal. Özeru. Let's go. Denke schon. Er hat das selbst angekündigt quasi. Ah, doch nicht. Ich nehme alles zurück. Vielleicht noch später, aber ich dachte hier jetzt im Kampf. Gut, dann holen wir uns doch hier diese Kapsel vor und machen für diesen Part Oreño erstmal Schluss. Im nächsten Part starten wir von dort aus dann weiter. Wo wir hier quasi aufgehört haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon mal fürs Zuhören, Freunde. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.